Ich würde mich bewundern, Herr Rädli, Sie kümmern sich um sehr vieles bei Laronia Volley und kümmern auch aus einer begeisterten Volleyballfamilie. Wie gehen Sie jetzt mit dem Entscheid um, dass die Saison abgesagt worden ist? Also ich bin erschrocken und enttäuscht gewesen. Vor allem auch, weil es schlecht für die Zukunft ist. Aber ich denke, wir können die Situation nicht ändern. Und am nächsten Tag habe ich angefangen, Lösungen zu finden. Überlegen, wenn wir ein Turnier organisieren, wenn wir andere Teams einladen, was machen wir mit den Junioren. Und wir werden Ende März eine Veranstaltung machen, wo wir live streamen, um wirklich noch einen sportlichen Saisonschlusspunkt zu setzen und auch die Motivation mitnehmen für das nächste Jahr. Das ist wichtig für das Nazi-B-Team, um das Team zu bilden. Das ist aber auch wichtig für die Motivation der Junioren im Nachwuchsbereich. Und ich denke, das werden wir schaffen. Super, vielen Dank.